Hi Leute und herzlich willkommen bei mir, Nathan, aka Rollon 1, The Warning of Isaac Repentance spielen wir. Ja, ganz richtig gehört, das neue Isaac-Spiel, was schon relativ schon lange draußen ist, aber ich wollte das gerne mit euch spielen. Ich habe das nur ein bisschen gespielt und ich habe auch ganz neu angefangen. Und habe meine Accounts-Daten nicht mehr und das ist auch eine gecrackte Version. Keine Sorge, ich wollte das mir für die Konsole noch holen. Und da habe ich alle Afterbirth Plus bis, also von Rebirth bis Afterbirth Plus habe ich alles. Ich habe mich versprochen, egal. Und ich wollte mir das gerne da holen. Und ich habe auch überlegt, das auf dem PC noch zu holen. Da ich aber kein Geld noch irgendwie habe, wird schwierig, sowas zu meistern. Deswegen werde ich erstmal das darauf zugreifen. Keine Angst, ich werde das Spiel noch pre-shaden. Ich werde da Support geben und kaufen. Darauf habe ich echt Bock. Und dann will ich auch meine Achievements so ein bisschen machen. Auch deswegen will ich es verkaufen. Und ich mag einfach Isaac. Ist einfach ein geiles Spiel. Und ich bin gerade richtig dumm. Wenn ich jetzt schon so dumm gesterbe, kann ich eigentlich gleich schon eine neue Runde anfangen. Komm, jetzt konzentriere ich mich ein bisschen. Ich finde auch das Spiel ist an sich richtig schwer. Das ist auch der normale Modus und da finde ich die Projektilen auch echt, die gehen echt schnell. Auf einen zu habe ich so das Gefühl. Schneller als jedes andere Isaac-Teil. Ich finde es auch richtig geil, dass man, wenn man zu zweit spielt, einfach Isaac spielen kann, der Zweitspieler und kein Geist oder so. Der seine eigenen Leben hat. Das finde ich so gut gemacht. Mir fehlt noch den Online-Modus, aber ich weiß nicht, wenn die sowas bringen. Also, als Fan, voll cool, aber die haben gesagt, das wäre der letzte Spiel. Cool, die haben gesagt, letztes Spiel, aber die haben nicht gesagt, dass sie da drauf Updates machen werden. Vielleicht wird da ja sogar ein Update geben und dann ist da ein neues Spiel drauf. Und dann kann man das immer noch als letztes Spiel sagen, so, weil... weil das noch auf Repent ist. Die auch verarschen. Ich hab mir schon gedacht, dass der explodiert. Ich bin noch nicht so ein Isaac-Profi, also ich bin schon im Game. Hey, man kann es jetzt nicht sehen, aber ich bin eigentlich im Game richtig gut. Und aber ich kenne noch nie alle Items, so kann man so sagen. Und ich muss auch echt oft googeln, weil ich nicht oft die Übersetzung weiß. Ach ja, kann er ruhig nehmen, weil ich will die eh nicht öffnen mit Bomben. Gar keinen Bock hab. Oh, jetzt ist er schon so ein Fetti geworden. Mal gucken, wie lange der Part heute geht, weil ich will immer eine Runde spielen. Und ich habe überlegt, das ist jetzt eine ganz normale Runde, aber ich werde diese Challenges machen. Also nicht die Challenges oder diese Tages-Event da oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie das heißt. Das werde ich mit euch jeden Tag machen. Ich werde das gerade abgewehrt, danke. Haben nicht schon andere Items, aber was soll's? Ja, ich muss das einsetzen lassen, weil ich wenig Leben habe. Zum Beispiel das durch, das gerade überhaupt nicht Challenge-Spiel. Nee, weiß ich gerade nicht mehr. Genau. Muss ich mal gleich gucken. Ich setze das mal gleich beim Boss einfach ein. Kein wirklich Geschäft. Da oben ist was. Ja, dann gehen wir erstmal dahin, würde ich sagen. Oha, wie habe ich das denn gewusst? Oh, mehrere Bomben, wild. Ich könnte das hier sprengen, aber mir würde das nichts bringen, weil ich gar keine Münzen habe. Ich könnte im Arsch auch sein, kurz. Ah, nee, die Devils sind nicht hoch dran. Ja, gut, dann gehen wir zum Boss, würde ich sagen. Ja, das erste ist Monster. Ach so, das ist ja aber auch. Das ist so ein Klischee-Boss, ne? Jedes Mal, wenn ich streame oder aufnehme, kommt der als erstes. Aber wenn ich alleine zocke, kommt irgendwie das neue rote Fliegenvieh. Das ist gerade nicht den Namen vergessen. Oder irgendein anderen Gegner. Monster kommt immer als Standardgegner. Wenn ich aufnehme, so lustig wie die. Ich hab immer noch nicht wirklich geplant, wie ich
Isaac gestalten soll. Dass ich das als Filmprojekt nehme, aber weißt du, ich rede und dann muss ich mich konzentrieren, das ist glaube ich nicht so gut. Sonst könnte ich als Aufnahmestand starten und danach darüber reden. Das könnte ich nicht sagen. Das ist nicht so gut. Reaktion, also die Reaktion wäre bestimmt richtig nice, wenn ich auf einmal sterbe. Und dann ist es so dumm oder so, ey. Der Part, das ist auch ein aufwendiger Part jetzt. Wirklich. Außer wenn ich das schneide, aber ich habe immer noch kein Schneideprogramm. Aber ich habe überlegt, das auf mein Tablet dann drauf zu machen und dann auf mein Tablet zu schneiden. Könnte schwierig werden, weil der manchmal rumbackt und dann kann ich eine Weile nicht mehr schneiden. Dann muss ich aufhören. So ein Zwangsaufhören. Dann würde das Video halt länger brauchen, drauf zu laden. Weil ich mache ja mittlerweile jetzt schon fast jeden Tag. Und so auf diesem Stand möchte ich auch bleiben. Und dann kann ich auch weiterhin Channel-News machen. Dann kann ich immer jede Woche sagen, ja, wie ist es gelaufen. Ich mache ja gerade nur Let's Plays, Gameplays. Ich überlege mir auch wiederhin, wenn ich mir ein Handy habe, werde ich auch Sketch-Videos machen, aber halt das eher weniger. Und dann kann ich die Videos auch endlich schneiden wieder. Dann werden die Videos ein bisschen wichtiger. Ich wollte ja in der Richtung gehen, dass ich hier ein Gameplay aufnehme und dann darüber irgendwas laber und dann so schneide, dass es lustig wird. Das ist doch Hund. Das wird fun. Ah, ich wollte noch sagen, dass das nicht aufwendiger ist, sondern eher so von der Zeit her mehr ist. Definitiv, das ist, meine Videos sind ja zurzeit von 10 bis 18, 19 Minuten so. Aber so ein Isaac-Spiel könnte auch 40 Minuten lang gehen oder eine Stunde. Aber wenn ich so früher Kelly sehe, also nach früher und ich kenne das Item gar nicht. Oh, die Tränen sind so schneller gewesen. Ganz klar von Isaac die Parts, die waren auch nicht geschnitten. Von Peggy, wenn ihr den kennt. Ja. Ich zitiere mich von anderen YouTuber. Aber das Ding ist, das Spiel wollte ich eh schon immer spielen. Den Teil. Und ich werde mir den auch irgendwann kaufen. Und wenn der auf den Konsole kommt, dann erst recht. Oh, das ist schön. Das sollte ja schon... Ja, was für ein Hund, Alter! Egal. Wir müssen heute nicht. Ich sag mal so, Spiel sollte ja schon längst auf den Konsole kommen. Ich hab dem Kumpel mir mal erzählt, dass er schon seit Monaten draußen kommen soll. Ich habe selbst noch nicht ganz geguckt, wann das passieren sollte. Aber ich glaube ihm wohl, weil er auch so ein Isaac-Fan ist und er wartet da drauf, auf der Konsole zu zocken. Weil er eher so ein Konsolentyp ist. Ich bin so flexibler. Ich kann auf jede Konsole bzw. auf dem PC spielen, wenn ich möchte. Und Isaac braucht man jetzt nicht unbedingt. Auf einmal so richtig spielen mit der Maus und jemanden richtig abzuschießen. Oh, ich habe schon lange keinen Schaden bekommen, fällt mir auf. Deswegen dachte ich mir, warum nicht? Wieso nicht auf dem PC spielen? Habe ich eigentlich gedacht? Ich könnte für 6 Münzen doch in den Shop mal gucken. Oh, das nehme ich mal. Weil wenn ich jetzt einen Boss mache und auf einmal diese Anzahl von Leben ansehe, könnte es schwierig werden, wenn bestimmte Bosse kommen. Weil manche Bosse kann ich überhaupt nicht. Ach, da oben rechts ist das jetzt voll gut versteckt. Eigentlich habe ich auf der Karte geguckt. Ach wow, der ist ganz easy. Den könnte ich sogar ohne Schaden machen. Lul! Und so tun. Oh, Damage Up. Das ist schön. Mein Ziel ist auch mal ein Gabi zu werden. Deswegen muss man Devil-Bees einsammeln. Und eine rote Kiste angucken. Meistens sind die rote Kisten auch eher auch in diesem komischen Raum, was mir Leben wegnimmt. Aber
bei Whirlpants weiß ich überhaupt nicht, wie ich das machen werde. Ich habe so Triple für den gehört, ne? War nicht so gut. Weil hier, ich könnte einfach so mal abschießen, wirklich. Ach, ich habe 11 Bombenlager. Denn ich habe gerade überlegt, soll ich das jetzt auch schießen? Ich habe 11 Bombenlager, also das geht voll fit. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Runde benennen sollen. Weil ich, hier ist noch keine OP-One oder irgendwas Interessantes. Nur das Item ist für mich neu, aber für Leute, die Isaac mögen, kennen das Item schon wohl. Ja, und das war nicht jetzt so schlau zu gucken. Ha, da war ich schneller, du Hund. Da kommt irgendwie hier rein, scheiß drauf. Ich kann ja mit Bomben, wenn ich möchte, die Münzen wieder rausholen. Gehen wir mal hier links. Die Kiste. Da haben wir das. Oh, sogar mit Dings. Nice. Ey, das war schön. Oh, das Item kenne ich auch noch gar nicht. Ich will haben, was ist das? Ich will das Item haben. Ich will das haben. Ich dachte, ich will es haben. HP und ab. LOL. Cool. Ja, kannst du haben, ist mir scheißegal. Wenn ich den habe, kann ich ihn geben. Und dann scheiß auf den Kopf. Meistens sind auch eigentlich ganz okay für Sachen, finde ich. Ja, das finde ich, meinte ich, als Boss. Das krieg ich sehr oft, ne? Naja, nicht allzu oft, aber. Oh, das ist ein Winkel-Item, glaube ich, oder wie man die nennt. Mach einfach nur Teleportation. Dann leider die nicht. Hätte überhaupt gar keine Chance, ne? Jetzt kann er an einen zulaufen und Schaden machen. Interessant. Ich weiß nicht, wenn ich den schon mal geschafft habe, dass er auf der falschen Stufe war. Ja, das ist wieder die falsche Stufe. Er hat keinen Bock auf ihn mehr. Gut. Dann habe ich den schon mal auf der falschen Stufe geschafft. Und ich werde auch meinen One machen. Ui, ui! Panik in diesen Gegner reingelaufen. Bin ich, ich mit, oh, doch den, hä? Hä? Warum hat er den nicht genommen? Hier. Kann er da nicht mehr hingehen oder was? Okay. Jetzt gibt ja auch noch den Boss Rush. Den werde ich auch noch machen. Aber ich werde erstmal mit jedem Charakter spielen. Und dann. Dann gucken. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch schon los auf diesen Part schon den ganz am Anfang nochmal die zweite Runde zu starten und dann die erste Ebene zu schaffen. Wegen Charakterfreischaltung. Ich weiß nicht, wer wieder heißt. Azul, glaube ich, oder so. Oder irgendwie so ähnlich. Oder das war Team. Feuer. Gucken, 12 Minuten nehme ich schon auf ungefähr. Und dann vielleicht 13. Also ich habe sie wieder nicht eingeschrieben, wie viele Minuten ich nehme. Also das ist bei allen Parts eigentlich nicht egal. Ja, kannst du nicht nehmen. Ich bin jetzt schon hier. Diese Kiste, ne, die war echt fies. Es wurde erst gezeigt, das wäre eine normale Kiste. Diesen Zackenraum gefunden? Nee, gibt es wohl auch gar nicht. Ich benutze das mal. Wow. Ich glaube, ich werde einfach nur zurück zu dem Raum teleportiert. Kann das sein? Wow. Bestes Item umgesetzt. Ich dachte irgendwo, ich dachte mal. Ach ja, so ein Boss macht das auch. Der setzt die Bomben hin. Er wollte mich umbringen. Interessant. Aber der ist echt stark. Das ist
echt viel Schaden rausgehauen. Ah, oh, HP 8, nur den nicht. Okay. Ich da. Ich. Oder habe ich auch HP gekriegt? Habe ich gar nicht gesehen. Crave 2, ja, hier kommt es nicht. Einmal Schaden gekriegt und das ist schön. So. Ist okay. Aber ich habe jetzt andere Dinge. Weil ich vergessen habe, dass ich nee, Alter, ich weiß gerade nicht, wie alle auf Isaac-Sprache halten. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Wenn ihr überhaupt bis hierhin guckt. Wahrscheinlich nicht. Scherke, ja, Scherke, ich weiß nicht. Das ist einfach ein Zeiger. Der ist ja schon stark genug. Also die Mutter, weil ich bin ja gar nicht weiß, dass der Mann das gewonnen. Ich weiß ja allein, weil ich ja mit euch das hier spielen wollte. Aber ich nehme das, glaube ich, mit. Ach nee, das ist so ein Ding, den man explodiert mal zwischendurch. Hupsig. Das ist einfach eine Mutterwand. Ich komme ja danach nicht weiter. Danach ist ja vorbei. Ja, ich bin schon beim Boss. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass ich nicht an niemanden überhaupt nicht mehr. Wenn normale Gegner da sind, und die kommen erst viel später, merke ich, dass erst richtig spät. Zieh ich nochmal ganz runter. War. Ich weiß nicht, wenn das jetzt gerade eine Reaktion ist oder einfach nur Glück. Beides. Einfach mal das andere. Und danach von der Fliege so dumm getroffen werden, ja, ich weiß. Hab ich gemerkt. Ach, hier geht's einfach ganz noch weiter. Ja, du tötest den da unten. Ich töte den da unten. Ja, perfekt. Fast gleichzeitig besiegt. Was für ein Hurensohn. Vielleicht auch für die Aussprache. Ach, dieses Dick Stank oder wie der heißt. Der verfolgt mich auch. Ich hab das tatsächlich gesehen. Ja, manchmal bin ich so gut. Komm, komm, easy. Gut platziert. Ein rotes Kissen. Nee. Nicht so geil. Und das habe ich gerade Leben geopfert. Nee, das ist schön. Ja, das, ja. Jetzt habe ich da den Beweis. Es ist immer nur in den letzten Raum, wo du warst. Was bringt das? Außer wenn du den denkst, yo, du schaffst den Kampf nicht, ihn zurückzufahren. Vielleicht ist das vorteilhaft für mich nicht. Für diese One bestimmt nicht. Da kam auch nur... Nein! Da kamen auch drei Münzen und ich habe nur zwei Münzen rausbekommen. Was für eine Verarsche. Och mal. Dann habe ich auch diese Scheiße gedobelt. Wollt ihr wissen, was das ist? Kenne ich gar nicht. Das Alter. Nee, die mag ich überhaupt nicht. Aber leider, der bewegt sich nicht ganz so viel. Der regelt das ja schon. Die schon zwei Augen verloren. Der zweite. Die zweite Entwickler von dem Pippen. Das ist man die AIDS. Ihr seht dann einfach krank. Man kriegt AIDS, Ebola, alles was so krankheitmäßig gibt. Du hast sogar Sex. Du hast auf einmal ein Kind im Bauch, auch wenn du ein Mann bist. So nervig ist dieser Bock. Ja, du musst nicht so ein Gehirn auf eine Bombe legen. Okay. Das kann ich auch treffen. Ausweichkünstler und Freunde. Oh, ich dachte, das ist nach rechts. Ach ja, wow, wie sagt. Richtig geile Pille.
Ja, du schaffst das schon. Noch voll reingelaufen. Nennt mich Gott. Die nennt mich einfach Veteran. Eifel. Ich töte den jetzt auch mit dem Besatz. Mal schauen. Ja, ich habe ihn einmal getroffen. Wisst ihr, ich habe ihn umgebracht. Das war nicht meiner. Mein Kumpel da, der den letzten Schlag gemacht hat. Ich habe ja auch eh alles gemacht. Also an Schaden. Also kann er nicht besser sein. Ihr auch, wenn ihr gegen ihn seid. Also mit ihm. Nicht gegen ihn. Gegen ihn, ja. Ihr seid dann meine besten Abonnenten. Und die, die hier hingeguckt haben, einfach mal Hashtag cool schreiben. Ach, ich kann ja mit angreifen. Ich warte, bis ihr da kämpft. Oh ne, ich glaube, ja, ich weiß nicht, dass ich mein Kumpel eine Bombe legt. So, für so welche Gegner. Der ist nicht so klug. Aber ich habe auch, glaube ich, in diesem Part schon nicht so kluge Dinge gemacht. Aber mir ist das egal. Zum Beispiel, ja, mit der Münzen. Schaltung. Junge. Bombe gekriegt. Es war Bombenstimmung in diesem Raum. Huch. Ja, der stank da und das Ding wurde wieder heiß. Hat mir das Ding gerettet, danke. Oder hat mir vom Schaden bewahrt. Oh, das hätte mich noch einmal treffen müssen. Oh, Frieden, das ist schön. Kurz Höhle erholt. Oh, das war richtig schwer. Puh, das war ja richtig anstrengend. Ja, voll reingelaufen, ich weiß. Die Kiste. Münzen. 17. Ja, warum hat er denn da eine Bombe gelegt? Ah, da waren zu viele Gegner. Das ist schön. Damage zu kriegen. Alter, was war das für ein Sound, Digga? Ich glaube, das sind so Albträume-Sound, die ihr immer in die Träume kriegt jetzt. Alles nochmal untersuchen, weil ich diesen Goldraum nicht mehr gefunden habe. Bis jetzt haben wir nicht viel Neues gesehen. Also ich beispielsweise, ich kenne auch alles noch. So ein paar Items, die ich gesehen habe, jetzt nicht. Brauche ich das? Ja komm, es macht keinen Minus für wirklich, da ich da eh zwei Bomben kriege. Ja, dann nehme ich einfach die Herzen. Ich habe jetzt nur plus gemacht. Auch wenn ich da gleich eine Bombe abgeben werde. Aus. Ja, mache ich immer noch. Ich mache noch immer plus. Ich weiß, für eine Bombe jetzt. Und das Herz kriegen und das Herz bei der Tür da unten verlieren. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt schon machen werde. Oh, ja, ich hab Schluss gemacht. Außer wenn die mich jetzt treffen, so dumm. Dann nicht wirklich. Ja, ich hab viel Schluss gemacht. Das war ein guter Raum. Oh, erstmal so ein Stuhl. Da war ein Kreuzstein. Ist nicht möglich. Zerstör das mal. Oh, ich wollte gerade runterlaufen. Schon mal zwei Bomben gekriegt. Ich krieg sogar einen Zusatzbombe. Und sogar noch eine Bombe. Die habe ich gerade fast nicht gesehen. Und mein Kumpel war kurz stuck oder er wollte sie nicht gesehen. Huch. Haben wir jetzt den Goldraum. Ja, der Vogel ist nah. Wenn das ist auch wie mein Buddy hier. Wenn ich getroffen werde, verfolgt er die Gegner. Das war ein einfacher Raum. Also ich bin in der Zusicht, dass das ein voller Erfolg wird, dieser Part. Nur, oder ich werde jetzt richtig dumm sterben, das kann passieren. So viele Leben hatte ich mal gehabt. Ne? Ich bin instant am Schluss richtig gestorben, aber ich war auch in der Mutter. Und da haben die mir die ganze Zeit ein Herz abgezogen. Und da ist so ein Gegner, den ich überhaupt nicht mag. Und in Repentance trifft er mich jedes Mal. Weißt du, ich bin so schnell. Oh, ein neuer Gegner. Das ist einfach so eine große Dinge, die kleine, die weg gerade nicht schießt. Oh, lol. Der ist so fett, dass er einfach nicht
gemacht. Meine Kameraden können mich hier nicht schaffen. Meine Fliege ist das nah genug sein. Wie meine Stock wieder schon. Ich bin jetzt ein bisschen Schaden machen. Oh, das ist ein cooler Boss, muss ich sagen. Oh, der meine Stunts, oder das Ding. Oh Lord. Der ist viel vielfältiger als ich dachte. Der ist wirklich vielfältiger als ich dachte, der Boss. Der hat auch noch eine neue Attacke hat er gemacht. Ey, der ist richtig cool. Also der gefällt mir voll, dieser Boss. Also, muss ich sagen. Der war richtig geil irgendwie. Der hat mir Glücksgefühl gerade gegeben. Irgendwie voll. Ja, der hat mich auch nicht gemacht. Was ist, wenn ich das mache? Da komme ich wieder zurück. LOL. LOL, dann konnte ich das Item nochmal nehmen. Och nö, ich habe das gerade nicht gecheckt. No, egal, brauche ich nicht. Aber gut zu wissen, ich wollte einfach nur gucken, was passiert. Ich habe heute richtig viel herausgefunden, dass jeder erfolgreich Dinge erreicht. Neuen Boss erkundet. Ein paar neue Items gesehen. Einfach ein One meines Lebens. Also nicht krasser One, aber ich habe jetzt noch nichts Negatives gesehen. Was ist denn sowas? Und ich bin jetzt schon bei der Mutter, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Ach, noch ein Schwein. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen besser. Weil dann sind die Leute, die da drin sind, langsamer. Gut, sowas ist richtig nice und das Blaue. Dann kann ich nochmal zurückgehen und das Item nehmen. Oder ist es Reset und ich krieg wieder nur das eine. Das sieht man nur, dann nur, wenn man hier so eine Kugel kriegt. Dann wird die ja weiterentwickelt, wenn man das zweite Item nochmal ein zweites Mal findet. Ich würde sagen, dann kann man das da besser erkennen. Oder ich sehe Plus und Minus. Den Radar oder sonst. Vielleicht sehe ich das ja nochmal, wenn ich mir das Video nochmal gucke. Oh, warum hat er denn eine Bombe gelegt? Und dann hat die Bombe fast nicht so das verfolgt. Siehst du? Es wird sogar noch ein One, wo ich gleich scheitern werde, ey. So, ich die Kröne gespuckt. Jo, das ist ein Ziel, lieber Mann. Und gleich so wie da so wenig Leben, ey. Oh, ich dachte, ich hab's nicht so gut. Ich brauch wieder Leben. Und mein Kiki ist wieder stunk. Meine Liebe, bist du blöd. Danke. Oh, so viele Gegner. Das macht ja einfach ein bisschen Angst. Ja, wenn er ein bisschen schneller gewesen wäre, hätte er mich safe getroffen. Fender Go, Mann. Es wird doch noch irgendwie spannend. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt meine Tasten hört, dann hört ihr, wie wenig ich drücke. Ja? Auch wenn hier irgendwie nicht viel passiert. Aber bei Isaac hört sich das dann immer so an. Das Leben gönne ich mir. Och nee, die mag ich überhaupt nicht. Ich habe die gerade so noch getötet, jetzt noch die schnell. Oh, meine Kugeln sind auch so schnell. Oh, läuft. Ja, für eine Fliege, Digga. Hast du Probleme oder was? Meine Mutter. Ey, das ist ja... Ach, ich hab schon den goldenen Raum... Ah, hab ich wieder vergessen. Nee, gar nicht vergessen. Ich dachte, hä? Ich hab vergessen, was ich da bekommen habe. Doch, ach ja. Bin so blöd. Dings. Da oben, links. Hier ist eh nichts. Ich mag den Raum nicht. Ah, nur eine Hand diesmal. Der ist richtig schwul, dieser Raum. Ich glaube, dass wir doch nicht.
bisschen positiver ran, wie ich dachte. Vorerst dachte. Scheiße. Ich habe Angst. Ich habe mega Angst. Was für ein Keck. Alter, ich kam da kurz nicht weg, Alter. Das wäre gerade Karma gewesen. Bomben. Komm. Was für ein Hurensohn. Der will mich umbringen. Alter. Also ich will's wissen. Gibt der auch mal was anderes als das? Nee, ich glaube, er macht nur das. Eigentlich gibt er auch Items, das weiß ich. Einmal mache ich noch. Ja, anscheinend nur... Nein. Oh, ey. Nee, hey, sonst... Ach, du Scheiße. Was ist denn für ein Raum? Scheiße, Alter. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich bin so gefickt. Ich hasse Isaac. Ich komme nie weiter. Immer sterbe ich. Das war die erste Runde. Oh. Wie heißt er denn hier nochmal? Sensen. Ja, machen wir kurz. Dann ist der Part ein bisschen länger. Ich darf mich jetzt nicht treffen lassen, den Go-Mann. Wie die letzten Parts. Quadshot. Ja, ist langsamer, aber ich hoffe, das ist jetzt okay. Oh ja, geil. Und jetzt die Leute hier. Komm, heute Progress. Heute mache ich jetzt Progress. Die Runde davor. Ey, aber egal, die Runde war echt geil. Ich muss sagen. War eine gute Runde. Aber ich will jetzt trotzdem noch Progress machen. Nicht schießen. Erstmal warten. Und den Typen kriegen. Samson oder Samson oder Samson oder Samson oder wie der heißt. Scheiße. Ich bin jetzt schon beim Boss. Okay. Ich glaube, der Boss ist jetzt nicht gleich ganz so krank. Okay. Der ist eigentlich gar kein kranker Boss. Nur ich kann mir vorstellen, dass der auf einmal so komisch abbiegt, dass ich gleich trotzdem sterbe. Ich schieße auch nicht so weit. Was denn? Was kann ich treffen? Gucken nach dieser Level. Das ist in Ordnung. Komm, ich mach jetzt Progress. Ich dachte, er hat mich kurz angefangen. Komm schon. Ich hab Angst. Stirb doch. Ich will sehen, dass er stirbt. Heute haben wir trotzdem Progress gemacht und ich würde sagen, dass wir nächstes Mal in diesem One einfach weitermachen. Der läuft ja auch. Eine Fortsetzung folgt oder so. Das war's dann mit The Binding of Isaac Repentance. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also an sich, der Gameplay hat mir gefallen. Der Tod am Ende hätte nicht sein müssen. Dann wäre das der beste, erfolgreichste Part, den ich jetzt gehabt hätte. Den ersten Part von Repentance. Dann sehen wir uns beim nächsten Part. Aber darauf kommt erst wieder der Monster. Zenetchi. Oder. Mann, ich kann den Namen nicht ausstellen. Nächstes Mal sage ich den richtig. Da werde ich gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Rollen 1. Ciao, ciao.